Hey Leute, ich bin's wieder, Jano von Tennispoint, und heute geht es um das Thema Racket-Serien. Und zwar habe ich heute die Racket-Serie von Wilson dabei, das heißt vom Clash bis zum Pro-Stuff ist alles dabei, jede Serie. Und ich zeige euch einfach mal kurz und knapp, was an der einzelnen Serie besonders ist und was sie so einzigartig macht. Starten wir als allererstes mit der neuen, technologisch fortschrittlichsten Schlägerserie von Wilson, und zwar der Clash-Serie. Und ebenfalls auch eine Serie, die bei euch da draußen sehr beliebt ist. Das kann zu einem daran liegen, dass der Schläger sich sehr flexibel anfühlt, aber dennoch einem auch ein sehr gutes Ballgefühl im Schlag gibt. Und gerade durch die etwas grifflastigere Balance ist der Schläger sehr gut und einfach zu spielen. Ebenfalls, aber auch interessant an der Clash-Serie ist ganz klar, dass es in der Serie kein Modell gibt, was kein 16-19er Seitenbild hat. Das bedeutet, jeder Schläger aus der Clash-Serie hat ein 16-19er Seitenbild. Und klar, ich habe jetzt hier gerade den Clash 100. Dieser ist natürlich optimal für ja eigentlich alle Spielertypen. Dann gibt es aber noch einen etwas schwereren, den Clash 100 Tour. Und dieser ist speziell für etwas naja, technisch fortgeschrittenere Spieler. Direkt dann weiter zu der Blade-Serie. Und zwar bietet diese viel Präzision vor allem, aber auch etwas Gefühl. Und was interessant ist, die Blade-Serie bzw. die Blade-Familie beinhaltet einige der dünnsten und flexibelsten Tennisschläger. Das heißt, er ist ideal für Spieler, welche ein klassisches Spielgefühl wollen. Und die Blade-Schläger gibt es halt in unterschiedlichen Gewicht- und Besagungsklassen, ist ja klar. Das bedeutet eigentlich, für jedes Spielniveau ist etwas dabei. Dann aber gibt es noch etwas, eine Besonderheit, und zwar ist das der ganz besondere Schläger von Serena Williams, der Wilson Blade mit einem 104er Kopf und dem 18-19er Seitenbild, also ganz besonders. Ebenfalls gibt es aber auch noch weitere Beseitigungsbildarten von dem Wilson Blade, wie zum Beispiel das 18-16er, sowie aber auch das 16-20er Beseitigungsbild. Direkt weiter zu der neuesten Schlägerserie von Wilson, und zwar der Wilson Ultra Serie. Hier ist er auch schon. Ich habe jetzt gerade hier den Wilson Ultra 100. Dieser Schläger wurde gerade speziell für das moderne Power Tennis entwickelt und bietet somit ja eine gute Schnelligkeit, Spinfreudigkeit und vor allem auch einen leichten Zugang zu Tempo. Und generell fühlt sich die Ultra Serie etwas steifer und explosiver an als beispielsweise die Blade Serie. Aber den Ultra gibt es natürlich ebenfalls auch noch in unterschiedlichen Gewichtsklassen und Kopfgrößen, sodass eigentlich für jede Fähigkeitsstufe bei der Wilson Ultra Serie ein Schläger dabei ist. Und dann sind wir auch schon so weit, dass wir schon zur letzten Schlägerserie kommen, und zwar der Pro-Stuff-Serie. Ich würde sagen, mit einer der bekanntesten Serien von Wilson, gerade auch weil Roger Federer in der Pro-Stuff-Serie eine große Rolle spielt. Somit ist die Schlägerserie Pro-Stuff ideal für Fortgeschrittene und ist die Serie, welche die kleinste Kopfgröße mit 97 bietet. Dennoch aber beinhaltet diese Serie auch den schwersten Schläger von Wilson, und zwar den Pro-Stuff AF 97 Autograph. Jeder kennt ihn draußen wahrscheinlich, mit einem Gewicht von 340 Gramm. Aber die Pro-Stuff-Serie unterscheidet sich auch gegenüber von der Ultra-Serie sehr stark, denn der Rahmen von der Pro-Stuff-Serie ist etwas flexibler als beispielsweise bei der Ultra-Serie. Und für die gute Kontrolle haben die meisten Pro-Stuff-Rackets, wie am Anfang schon gesagt, meistens einen 97er Kopf. Natürlich gibt es den Schläger aber auch in unterschiedlichsten Gewichtsklassen, wie zum Beispiel am Anfang schon gesagt, den RF 97 Autograph mit 340 Gramm. Dann gibt es natürlich auch den 97L, etwas leichteren Schläger. Oder wie ich hier habe, den Pro-Stuff 100 Team sogar mit 280 Gramm. Das heißt, auch hier ist eigentlich für jeden Spieler draußen der richtige Schläger mit dabei. Somit würde ich sagen, schaut gerne unten in der Beschreibung vorbei. Dort sind natürlich alle Schläger verlinkt. Und testet doch mal die ganzen Schläger. Ihr könnt bei uns Testschläger ausleihen, die mal richtig ausprobieren. Testet sie mal aus, vielleicht ist ja hier sogar der richtige Schläger für euch dabei. Und schaut gerne mal auch mal unten in der Beschreibung vorbei. Dort ist ein direkter Link zu unserem Wilson Brand Shop. Das heißt, dort könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Ciao. Macht's gut. Advantage You.